So, herzlich willkommen zurück in der tollen Welt von Oblivion. Tja, wir haben dem Umbakano jetzt alle Statuen gebracht und müssen jetzt nur noch die Kacke mit dem Hohetempel machen. Wir befinden uns gerade in Chardinal und kaufen bei Machna. Ja, wir kaufen bei Machna. War mir ein Vergnügen. Das tolle Buch. Ihr sucht Lesestoff? Dann seid ihr hier genau richtig. Na, wo hast du denn das tolle Buch? Ah, da ist es ja. Günstiger bekommt. So, dann wollen wir das doch mal lesen. Ah ja, sehr interessant. Ja, toll. Und für 2 Seiten habe ich jetzt dieses Buch gekauft. Aha. Und das ist dann direkt ein Buch. Sehr interessant, ja, genau. Weil dieses Buch gibt es bei der Erstausgabe im Dingensbums-Marktviertel nicht. Und ja, jetzt müssen wir noch zu Malada. Reisen wir mal von da einfach dahin. So, wir sind jetzt auch fast da. Da steht ein Typ so einsam und alleine. Warum steht er da? Das interessiert mich jetzt aber, warum der da steht. Komme ich nochmal zu dem hoch? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Ja, hier müssten aber noch mehr Leute stehen. Oh, juhu, wir haben es gefunden. Mal gucken, ob wir die anderen Leute finden, die hier rumstehen müssten. Ich sehe niemanden. Nein. Ja, wo seid ihr denn? Ja, hier ist keiner. Scheiße. Hallo? Na gut, wir brauchen die Leute nicht. Gehen wir einfach rein und suchen nach dieser tollen Platte. Tja, Leute, ich muss es jetzt nachsynchronisieren, weil mein Mikro nicht aufgenommen hat und ich auch keine Lust hatte, es nochmal neu zu spielen. Also wundert euch nicht, wenn das alles nicht ganz so passt, was ich sage, weil ich weiß ja schon, was passiert. Ne? Also es wird auch wahrscheinlich das einzigste Mal sein, dass ich das mache. Ah, Hallöchen. Und die Fackel geht natürlich aus. Gerade angemacht und schon wieder aus. Ach ja, das dürfte auch fast die letzte Ruine sein, die wir durchsuchen müssen. Na, wo bist du denn? Wer hat mich hier gesehen? Ach du, ja mein Gott. Ach ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe letztens herzlich gelacht über einen jetzt Ex-Abonnenten. Da kann ich euch kurz eine Geschichte zu erzählen. Dieser Mensch hatte meinen alten Kanal abonniert und mir dann geschrieben, ja, du bist gut, ich bin schon auf Stufe 78. Und du hast mich im Spiel erschreckt, aber jetzt nicht, weil ich ja schon wusste, dass du kommst. Und, ja, und dann hat er mir halt geschrieben, dass ich gut wäre und so weiter und so fort. Und dann auch einen Tipp gegeben, so von wegen, wenn meine Gesundheit ein bisschen wenig ist, dann könnte ich auch einfach eine Stunde warten. Und dann wäre die Gesundheit wieder voll. Dann habe ich dann geschrieben, ja, das weiß ich, ich spiele das Spiel immerhin nicht zum ersten Mal. Ja, und dann hat er auch meinen neuen Kanal abonniert, also halt den, auf dem ihr das jetzt guckt. Und schrieb dann halt am 2.9., geht's irgendwann noch weiter mit deinen LPs? Dazu habe ich dann geschrieben, ja, es geht auf jeden Fall weiter. Meine Stammzuschauer wissen schon das Problem, was ich mit dem Internet habe, dass ich nicht regelmäßig was hochladen kann und so weiter. Und dann am 23.9. kam, machst du noch Oblivion LPs? Dazu habe ich ihm dann auch nochmal geantwortet. Und dann am 1.10., wann kommt denn endlich wieder Oblivion? Mit 3 Ausrufezeichen. Da habe ich dann auch geschrieben, dass es bald weitergeht und so weiter. Und dann ging es weiter mit Part 93 und dann schreibt er mir darunter, du bist scheiße. Ich sage extra scheiße, weil der gute Mann es nicht mal auf die Reihe gekriegt hat, das Wort scheiße richtig zu schreiben. Ja, auch schön. Dann habe ich dann geschrieben, warum ich bitte scheiße sein soll und dass ich dann bitte eine Begründung hätte, wenn er schon sowas sagt. Und dann kam dann als Begründung, du bist und bleibst einfach nur scheiße. Ja, dann hatte ich noch weitere Videos hochgeladen. Und dann schrieb mir ein anderer Abonnent, dass er das Video gut findet. Und dann schrieb besagter Ex-Abonnent, ich nett. Dann habe ich dann geschrieben, weißt du was, ganz einfach, dann mach das Abo weg und guck meine Videos einfach nicht mehr. Und dann schrieb er doch ganz kackendreist, schon gemacht, du Penner, du Wichser. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe herzlich gelacht. Also ich frage mich, ob dieser junge Mann, wenn es ein Mann ist, ich weiß es nicht, schlecht gevögelt hat oder, aber es ist einfach herrlich. Ich meine, ich mache mir hier die Mühe, nehme das auf. Ich muss es auch nicht aufnehmen, ne? Also ich kann auch für mich alleine spielen.
Und ja, aber ich, wie gesagt, es macht mir halt Spaß, nur wenn mir Leute dann sowas schreiben, dann, ja, weil ich habe auch wegen dieser Person extra nur weitergespielt, weil diese Sucherei mir doch etwas auf den Sack ging. Und ja, dann habe ich gedacht, der junge Mann fragt die ganze Zeit und dann wollen wir ihm doch den Gefallen tun. Tja, ja, und jetzt werde ich wieder nachkommentieren. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ach, da ist ja noch eins. Aber immerhin haben wir die blöde Platte. Ach, ja, ich kann noch was anderes sagen, weil dann muss ich gar nicht kommentieren, ist auch gut. Zum Thema Spiele, die ich noch vorhabe. Also, ich hätte noch, also Still Life 1 möchte ich halt noch abschließen, auf jeden Fall. Dann Urban Chaos wird kommen, wenn ich Lust habe, weil zu diesem Spiel muss man auch Lust haben. Dann habe ich noch vor, auf jeden Fall Hitman Blood Money zu Let's Playen. Also ich hoffe, da gewinne ich dann auch noch ein paar Zuschauer dazu. Und auf jeden Fall Dark Project 2 hätte ich noch im Angebot. Ich habe noch jede Menge andere Spiele, die ich spielen kann. Aber es sind halt so alte Spiele. Und ja, ich weiß nicht, ob man sich dafür noch unbedingt interessiert. Weil ich habe ja schon mal gesagt, so Blind weiß ich nicht, ob ich das unbedingt spielen möchte. Weil ich eigentlich Spiele vorher wenigstens einmal gespielt haben möchte. Dass ich wenigstens so ein bisschen Ahnung habe, was ich hier erzähle. Ne, weil dann ist es einfach ein bisschen besser, dann kommt man sich ein bisschen klüger vor. Nein, Spaß. Ach ja, so, und die Gegner sind weg. Und ich hasse es, nachzusynchronisieren. Ich hoffe, das wird das einzigste Mal sein, dass ich das machen muss. So, wo geht's jetzt hier wieder raus? Ah, da liegt die Krabbe, die wir eben erschlagen haben. Das heißt, der Weg kann ja nicht weit sein. Ah. Und hier draußen geht jetzt die Post ab. Gute Arbeit. Ihr habt noch viel über dieses Handwerk zu lernen, mein Freund. Doch habt ihr ein gewisses Talent gezeigt. Zunächst müsst ihr mir jedoch die Platte mit den Schnitzereien aushändigen. Nein, ihr könnt die Schnitzereien nicht haben. Seid ihr sicher? Ich habe wirklich keine bösen Absichten. Es ist die Platte mit den Schnitzereien, auf die ich aus bin, rein geschäftlich. Übergebt sie mir, und eines Tages trinken wir zusammen einen im Tiber Septim und lachen über die Sache. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Nein, ihr könnt die Schnitzerei nicht haben. Vergiss es. Wie ihr wünscht. Wirklich schade. So langsam wurdet ihr mir sympathisch. Tötet ihn. Ja, du wurdest mir nicht sympathisch. So, wer möchte mich jetzt hier töten? Aha. Oh Gott, gleich zwei und da noch der dritte. Oh mein Gott. Erbärmlich. Moment, ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Versuchen wir es mal mit der. Oder dem? Nein. Haben wir sonst nichts, was wir nehmen können? Keinen Gesundheitstrink? Gar nichts? Oh Gott. Ich hab nichts. Jetzt muss ich gegen drei Leute kämpfen, das ist scheiße. Und jetzt fallt um und... Nein, ich möchte nicht umfallen und verbluten, das kannst du gleich gerne tun. Hilfe, ich will hier weg. Heilen wir uns erstmal eine Runde. Warum wollt ihr... Ich will einfach nicht sterben, genau deswegen. Ja, komm, stirb doch einfach. Genau. So, jetzt noch du. Ach, du bist doch noch eine Frau, aha. Und wir heilen uns schon wieder. Und hier kann man nirgendwo hinlaufen, ohne dass man irgendwo hängen bleibt. Toll. So, jetzt sind wir genug geheilt. Wo bist du? Ja, genau, aha. Warum hängt das nicht so? Es war die Aufnahme, die gehangen hat. Also nicht das Spiel, sondern die Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht mit drin, aber wahrscheinlich habt ihr es auch mit drin. Naja, schade. So, dann gehen wir jetzt um Bacano die schöne Platte bringen. Wo ist denn unser Claude Marik? Ah, er ist weg. Na gut, hat er Pech. Aber auch böse. Was will der denn mit der Platte? Naja,
So, Herr Umbakano, ich habe Ihre tolle Schnitzerei. Kriege ich jetzt einen schönen Belohnungs-irgendwas? Nö, ne? Ja, ist klar, und ich darf natürlich mal wieder nicht rein, also warten wir. Aber jetzt dürfen wir rein. Juhu!